Heute will ich euch mal etwas zeigen, was ihr vielleicht alle schon mal selbst ausprobiert habt. Wenn man eine Flasche nimmt, hält die vor den Mund und bläst vorsichtig drüber, dann kann man damit einen Ton machen. Das Ganze kann man noch ein bisschen verfeinern, wenn man in die Flaschen ein bisschen Wasser reintut und dadurch den Raum in der Flasche ein bisschen kleiner macht. Und dann kann man mit verschiedenen Flaschen unter Umständen sogar eine kleine Melodie spielen. Das Ganze geht natürlich noch viel leichter mit einer Blockflöte. So eine Blockflöte hat verschiedene Löcher. Und je nachdem, ob man die mit den Fingern zuhält oder aufmacht, entstehen verschiedene Töne. Und genauso funktioniert das nächste Teil. Das nennt man nur anders. Das nennt man eine Pfeife. Und in die bläst hier der Ronny Hennersdorf aus Bautzen. Diese Pfeife gehört zu einem riesigen Musikinstrument, das aus ganz vielen solcher Pfeifen besteht. Jede dieser Pfeifen hat nur ein Loch und macht deswegen auch nur einen einzigen Ton. Weil aber nicht an jeder Pfeife ein Mensch steht, der da reinbläst, muss man, um dieses Musikinstrument spielen zu können, etwas bauen. Hier sieht man erst nochmal ganz unterschiedliche Pfeifen. Das zum Beispiel eine ganz riesige. Aber man braucht noch jede Menge andere Sachen, zum Beispiel solche Kanäle oder solche. Und dann braucht man noch Kisten, da ist Elektrik drin und eine Kiste mit Scharnieren und Leder. Und man braucht eine riesige Halle, in der man dieses Instrument aufbauen kann. Dieses Instrument nennt man übrigens eine Konzertorgel. Und man braucht ein Gerüst, sonst geht gar nichts. Und wir zeigen euch jetzt mal im Zeitraffer, wie so eine Orgel aufgebaut wird. Also erstmal werden alle möglichen Sachen reingetragen und dann wird da, wo die Orgel später stehen soll, erstmal eine Holzkonstruktion aufgebaut, in die die Pfeifen später eingesteckt werden sollen. Und zwar über mehrere Etagen. Und wenn man in diese Holzkonstruktion, während die noch bauen, hineinsteigt, dann sieht das alles noch sehr unübersichtlich aus. Balken und Werkzeug und Kabel. Und das Ganze geht dann auch über mehrere Etagen. Und damit man aber einen Durchblick hat, was da überhaupt passiert, sind wir mal zu meinem Kleist nach Bonn gefahren. Der kennt sich nämlich auch mit Orgeln aus und der hat für uns ein Modell gebaut. Erstmal braucht er Strom. Und dieser Strom treibt diesen Motor an und dieser Motor ein Gebläse. Das macht Luft, das macht Wind. Und diese Luft kommt in diesen Doppelfalten-Magazinbalk. Tolles Wort. Und der sorgt dafür, dass die Luft dann gleichmäßig durch diese Kanäle weitergeleitet wird. Hier an dieses kleine Ding und das haben die extra für euch gebaut. Und alles das gibt es natürlich an der großen Orgel, die gerade im Bau ist, auch. Da gibt es nicht nur eine, sondern sogar zwei Windmaschinen. Und auch den Doppelfalten-Magazinbalk gibt es. So sieht er an der richtigen Orgel aus. Und der sorgt dafür, dass diese ganze Luft von den Windmaschinen überall in die ganze Orgel hingeleitet wird. Hier ist gerade so ein Luftkanal. Und der geht ganz nach oben bis in die letzte Etage. Und der kommt da oben genau hier an, an der Stelle mit den vielen Löchern. Und was man bei der großen Orgel nicht sehen kann, ist am Modell hinter einer Fensterscheibe. Da sind nämlich solche Ventile und die lassen sich öffnen. Und über den Ventilen sind solche Löcher. Und diese Ventile kann man mit den Tasten bedienen. Und wenn man auf die Taste drückt, dann öffnet sich das Ventil und die Luft kann nach oben wegströmen. Da durch diesen schwarzen Schlitz. Da kann man es sehen. Und das Gleiche passiert natürlich auch an der großen Orgel, die gerade gebaut wird. Natürlich gibt es da nicht nur drei Ventile wie bei unserem Modellchen, sondern ganz, ganz viele. Aber auch da, wenn man auf eine Taste drückt irgendwo, dann öffnet sich auch da ein Schlitz, über den die Luft nach oben rausströmen kann. Da sind die Tasten. Es sind auch mehr als bei unserem Modell, aber im Prinzip funktioniert es genauso. So, jetzt wieder zurück zu unserem Modell. Also, wenn man auf die Tasten drückt, dann öffnet man die Ventile und die Luft strömt oben aus diesen Löchern heraus. Jetzt ist aber da noch diese schwarze Leiste. Und mit dieser schwarzen Leiste kann man noch was machen. Das nennt man nämlich ein Register. Wenn man an diesem Hebel drückt oder zieht, dann kann man damit die vorderen Löcher öffnen oder auch schließen. Wenn man die öffnet, geht die Luft vorne raus. Wenn man sie schließt, kommt da keine Luft raus. Dann kann man das andere Register ziehen, dann werden hinten die Löcher geöffnet oder geschlossen. Und so kann man mit diesen Registern steuern, wohin die Luft strömen soll.
Dieses Register gibt es bei der großen Orgel auch. Hier ist gerade das vordere Register geöffnet, jetzt ist es geschlossen und das hintere Register wird geöffnet. Jetzt kann da die Luft rausströmen. Und diese Register bei der großen Orgel sind natürlich auch sehr viel länger und haben sehr viel mehr Löcher. Zurück zu unserem Modell. Auf die Register werden jetzt die Pfeifen draufgesetzt. Hinten drei hölzerne und vorne drei aus Metall. Und wenn man jetzt auf die Tasten drückt, kommt aus den hölzernen Pfeifen im Moment Musik raus. Die klingen jetzt plötzlich, weil das Register hinten offen ist. Macht man das Register hinten zu, vorne auf, spielt man auf den drei metallenen Pfeifen. Jetzt klingen die. Man kann aber auch auf beiden Registern zusammenspielen. Das klingt dann so. Und das gleiche wie beim Modell macht der Ronny Hennersdorf jetzt mit einer Pfeife, setzt die ein und wenn man jetzt auf die Taste drückt, strömt da die Luft durch und die Pfeife klingt. Aber nicht nur eine Pfeife soll klingen, sondern hier in Duisburg in der Mercatorhalle sollen irgendwann 4.349 Pfeifen zum Klingen gebracht werden. Hier werden sie alle erstmal eingebaut. Und hier sieht man die Prospektpfeifen. Das sind die, wenn dann die Orgel fertig ist, die man von vorne sieht. Und wenn das alles drin ist, dann kann das Gerüst abgebaut werden. Und damit ist der Aufbau abgeschlossen. Und wenn man jetzt an die Stelle geht, wo eben noch das Werkzeug und die Kabel rumlagen, dann sieht das jetzt ganz anders aus. Alles voll mit Orgelpfeifen. Und an der Stelle, wo eben der Ronny die eine Pfeife eingesteckt hat, sind jetzt ganz, ganz viele. Alle 4.349 Pfeifen sind eingebaut. Hölzerne und metallene. Die größeren sind festgebunden. Alles ist voll mit Pfeifen. Aber bevor die Orgel wirklich richtig fertig ist, kommen noch der Herr Hieke und der Herr Friedl ins Spiel. Jetzt wird sich nämlich jede einzelne Pfeife nochmal separat vorgenommen, damit die Orgel nachher auch wirklich schön klingt. Dann wird vielleicht ein bisschen Material abgeschnitten. Oder wenn eine Pfeife zu viel Luft bekommt, dann wird unten der Fuß mit dem Hämmerchen noch ein bisschen zusammengeklopft. Oder aber auch die Lippe vorne, wie man die Dinger nennt, wird ein bisschen aufgebogen. Und wenn das passiert ist, wird jede einzelne Pfeife gestimmt, dadurch, dass sie ein bisschen höher oder ein bisschen tiefer gesetzt wird. So lange, bis sie sauber klingt. Und dann kann man auf der Orgel spielen. Und je nachdem, welches Register man zieht, klingt sie so. Oder mit einem anderen Register so. Aber egal, wie viele Tasten und Pfeifen die Orgel hat, im Prinzip funktioniert alles so wie bei unserem kleinen Modellchen. Oder aber auch so, wie wir das mit den Flaschen gemacht haben. Oder aber auch so, wie Caroline mit der Blockflöte gespielt hat. Nur die Orgel in Duisburg klingt natürlich sehr viel besser. Tja, so eine Orgel ist schon ein gewaltiges Bauwerk. Und immer wenn wir da drin standen, dann hatten wir gewaltigen Respekt vor den Orgelbauern, die das alles irgendwie überblickt haben, wo überall ein Kanal hinpasst und wie diese ganzen Pfeifen mit Luft versorgt werden können und dass das Ganze eben auch mit Tasten angespielt werden kann. Also wir waren sehr beeindruckt. Das war's wieder mal vom Buchstaben O, diesmal mit sehr viel Luft. Und wenn ihr mal wieder was wissen wollt, wie was geht, wie es funktioniert oder so, schaut doch mal nach, oder was findet in unserer Bibliothek der Sachgeschichten aus der Sendung mit der Maus. Und alles, was es gibt, das findet ihr im Internet unter www.sachgeschichten.com. Also, tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Armin.